Hey yo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video beschäftigen wir uns wieder mit dem 7000 Euro Laptop, der jetzt gerade hinter mir steht. Und ich habe ja jetzt schon drei Parts dazu gemacht. Das ist der vierte. Einmal als kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. In den ersten drei Parts habe ich den Laptop komplett restauriert. Er war ziemlich versifft. Ich habe Wärmeleitpaste getauscht. Ich habe gezeigt, ja, wie macht man das und das sauber. Noch ein paar andere Sachen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel einen Powerschalter repariert und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die nicht funktioniert haben. Es wäre also empfohlen, wenn man zumindest ein bisschen von der Vorgeschichte weiß. Wenn man sich aber dieses Video erst anschauen möchte, verlinke ich das Video am Ende nochmal irgendwie. Und ja, ich gebe weiter an den Hauptakteur, nämlich mich in der Vergangenheit. Und ich hatte ja gesagt, ja, ich bestelle dann hier, weil das am vernünftigsten ist, diese komische Leiste hier. Oder nicht Leiste, sondern Palmrest wird das ja genannt. Und das war tatsächlich ganz schön verpackt, kam aus England. Es ist tatsächlich ein Neuteil oder zumindest ein Teil, wo man sich die Mühe gemacht hat, extra solche Plastikfolien auszuschneiden und hier... Ich weiß nicht, was soll das? Sind das spezielle Wer macht denn sowas? Jetzt muss ich das auch sauber machen, aber das geht sicherlich sehr, sehr viel schneller. Hier unten sind noch andere Dinge dran, die vorher nicht da waren. Nämlich das hier, das fällt mir jetzt gerade mal neu auf. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt noch irgendwelche anderen Tests mitmachen, ich habe mir gerade was aufgeschrieben, was in den Kommentaren stand, was ich testen soll. Ja, bevor wir das machen, wechsle ich den Kram jetzt erstmal. Und dann haben wir auch wieder funktionierende Lautsprecher, mein lieber Mann. Ja, die Lautsprecher, die hier drin waren, man kann das ja per Hand einfach so abnehmen, die sind nicht mehr. Der hier macht nur noch Krach und der, naja... Ich tausche mal eben. Neues Palmrest ist nun verbaut und das war gar nicht so schwierig, das Ding eigentlich zu verbauen, weil nämlich auf dem Ding selber, wenn wir mal nachschauen, überall an jeder Schraube fürs Palmrest so ein kleines P dran war, auch an der Rückseite, und das war ganz cool. Hier oben ist K für Keyboard dran, glaube ich, noch an einigen Stellen. So, und das kann dann in den Müll. Und nun können wir hier mal schauen, ob das Touchpad funktioniert. Ja. Ist ganz gut. Das Ding hier in der Mitte hat ja schon die ganze Zeit nicht funktioniert. Und die Tasten funktionieren auch endlich wieder. Das heißt, ich kann hier dann so ein bisschen rumscrollen und da hier drauf gehen. Ja, perfekt. Ne? Also die Tasten musste ich vorher benutzen, aber irgendwie sind die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Und dann klickst du unten drauf, ne? Und dann, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall richtig doof. Aber schön zu sehen, dass das jetzt funktioniert. Und die Lautsprecher können wir auch mal testen. Nee, weil ich ja auf die Kommentare hören wollte, wurde gesagt, ich sollte einen Browser verwenden namens Vivaldi, glaube ich, oder? War der das? Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht und den probieren wir jetzt als erstes aus. War, glaube ich, damit verbunden, dass ich auf der Seite von Chip gewesen bin und sich die ganze Zeit die Werbung runtergeploppt hat und mir das auf den Geist gegangen ist. Aber WLAN ist scheinbar aus. Oder ich habe die Verbindung getrennt. Ich muss nun sagen, Vivaldi ist ein sehr klassischer Browser. Vielleicht hat es ja jemand verstanden. Und da war Dreck. Hier haben wir so eine Leiste. Finde ich schon mal interessant. Und er hat gerade beim Laden angezeigt, wie viele Megabyte das waren. WLAN ist in dem Teil nicht allzu schnell. Ich wollte hier, glaube ich, irgendwas drauf runterladen oder sowas. Und über WLAN hatten wir vielleicht 1,5 Megabyte pro Sekunde. Aber dann schließlich über LAN um die 6 Megabyte, so wie es auch 6, 7, 8 Megabyte, je nach Sonnenstand und Tageszeit und so weiter. Ne? Mehr kommt hier leider nicht an, aber das ist ja gar nicht schlimm. Und dann würde ich sagen, testen wir die Lautsprecher mal, wie die sich nun anhören. Und wie sie hören, haben wir gerade... Was? Ich habe ein Knacksen gehört. Das ist kurios. Ach, jetzt wieder bei 0. Ah! Stellen die mal auf
auf jeden Fall braucht. Also eigentlich fast alles bis auf Mediamunk. Sagen, wir scheitern dann irgendwo nochmal an der Grafik. Ja, okay. Die Lautsprecher sind jetzt nicht die schlechtesten, die ich gehört habe. Aber da wäre ich von Dell an sich auch eigentlich nichts anderes gewohnt, weil ich ja auch, glaube ich, im ersten Part hier neben einem anderen Dell-Laptop liegen hatte. Ein Dell D830 mit einem Core 2 Duo, aber auch einem schön hochauflösenden Display, weil dieses Display ja irgendwie eine Auflösung von etwas über Full HD hat. Und vor 10 Jahren war das für Laptops noch gar nicht so üblich. Ich kann euch die Auflösung ja mal eben zeigen hier. 1920 mal 1200. Oh, nochmal auf 100%, dann ist also nochmal ein Stück kleiner. Ich gehe nochmal ein bisschen hier durch den Browser. Ich kann ja nochmal auf die Seite von Chip gehen und dann nochmal da irgendetwas runterladen, was mir auch empfohlen wurde im letzten Part und was ich mir aufgeschrieben habe. Und das Display ist verdammt hell irgendwie. Na komm, machen wir mal so. Ja, das ist die automatische Einstellung. Hier ist nämlich so ein Autoknopf drauf. Und ja, ich sollte eigentlich die Knöpfe benutzen, weil ich weiß gar nicht, was der in der Mitte hier macht. Ach, der aktiviert das hier, also ist das quasi der Scroll-Button. Ah, dann kannst du hier mit der Maus runter oder hoch. Ja, okay. Hätte ich eigentlich wissen müssen, mein lieber Mann. Aber ich wusste eben nicht, was diese Taste macht, weil ich sie noch nicht drücken konnte, nicht? Hier. Warte mal. Ah, guck dir das an. Genau das habe ich doch gemeint. Das ist ja cool. Mein lieber Mann. Ah. Ah. Da ist ein Display im Touchpad drin. Und ich habe hierfür 25 Euro bezahlt. Ich hätte gedacht, dass man für sowas dann alleine schon 40 Euro oder sowas bezahlen muss. Ich schaue mir das mal eben in Ruhe an. Ich habe gerade übrigens herausgefunden, dass man diese Funktion hier doch irgendwie belegen kann. Es funktioniert nur nicht. Aber ich habe ein Programm gefunden, womit das zumindest registriert wird, wenn man hier irgendetwas macht. Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd zum Einstellen. Ich konnte jetzt auch mittlerweile einstellen, dass ich so zoomen kann. Das ist standardmäßig ausgestellt. Nicht zoomen, sondern scrollen. Zoomen sollte jetzt auch gehen. Ne? Ist bei heutigen Laptops Standard, aber habe ich mich echt dran gewöhnt, vor allem mit normalen Touchscreens beim Handy und so weiter. Ne? Ist auf jeden Fall voll cool. Ich kann euch das Programm mal zeigen, was da so alles möglich wäre. Ja, auf jeden Fall eine ganze Menge. Und vor allem hier Datenschutzmodus. Zack. Da funktioniert jetzt nicht, weil wir im Programm sind, um die Sachen einzustellen. Aber hier wollte ich auf der 1 tatsächlich Steuerung Alt entfernen belegen. Hat aber nicht geklappt als System. Es gibt auch mehrere Programme, wo dann hier eine neue Ebene, Schritt zurück, alle markieren und so drin sind. Also ob das jetzt wirklich schneller ist, hier drauf zu drücken und dann da zu machen oder einfach Steuerung A zusammen zu drücken, sei jetzt mal dahingestellt. Aber hier ist sogar etwas dabei für den Windows Movie Maker. Nächstes Element, vorheriges Element, verkleinern und vergrößern. Ne? Also ist wohl irgendwie cool. Ja, danke, Entschuldigung. Funktioniert das? Ups. Ha! Also, ich finde es so witzig. Ja, was wollte ich eigentlich gerade getestet haben? Ja, was wollte ich denn nochmal? Ja, und während ich den Laptop jetzt einmal neu starten wollte, ist mir gerade noch eingefallen, dass ich vor ein paar Tagen diese Docking Station dafür bekommen habe. Die wurde einfach so von meinem Haus abgelegt und ja, von einem gewissen Simon. Also, ist zwar super lieb gemeint, ne? Verstehe ich auch wohl, aber bitte nicht machen. Das, weiß ich nicht, das finde ich sehr, sehr, sehr creepy, wenn man dann einfach irgendwie vorbeikommt. Ne? Also, kann auch sein, dass er vielleicht vorher irgendwas geschrieben hat, aber bevor ich nicht geantwortet habe und nicht gesagt habe, ja, schick das zu mir, wenn man mir irgendwas zuschicken möchte, ne, dann ist das irgendwie komisch. Ne? Aber auf jeden Fall danke für dieses Ding. Ne? Ist vielleicht ganz cool eigentlich, weil vor allem hier noch 4 Display-Anschlüsse dran sind. Aber ich denke mal, das sind jetzt insgesamt noch 2 weitere Displays, die wir anschließen können. Vielleicht sogar 3 mit dem VGA-Anschluss. Tja, hier Printerport, USB, eSATA, Maustastatur, Stromanschluss und hier an der Seite noch USB, Kopfhörer und Mikrofon und hier
ist gar nichts. Das kann man dann einfach nur verriegeln. Dann kann man das Ding ja nicht mehr rausholen. Und wenn man dann hier dieses, ich glaube, es heißt Kensington Lock, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, benutzt heutzutage, glaube ich, keiner mehr, oder? Oder vielleicht doch in irgendwelchen Geschäften, aber habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist aber an manchen Laptops wohl noch dran. Und den Laptop kann man dann da so reinsetzen und ja, das werde ich jetzt mal machen. Und dann mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Weil praktisch ist das ja irgendwie schon, ne? Ich meine, vor 10 Jahren hast du dann auf dem Laptop deine 3D-Modelle modelliert. Mit der Quadro geht das ja, glaube ich, mit AutoCAD oder so. Ist absolut nicht mein Feld, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus, was solche Programme angeht. Und dann, weiß ich nicht, hast du gesagt, ja, ich fahre mal eben mit dem Zug nach München. Hast du das Ding mitgenommen und dann konnte man so sporadisch auf der Zugfahrt dann weitermachen. Vielleicht ist das ja dem einen oder anderen so ergangen. Naja. Dann wurde in irgendeinem Kommentar noch erwähnt, ja, man könnte ja vielleicht den Energiesparmodus auf Höchstleistung einstellen. Und das habe ich mit Sicherheit gemacht. Der stand nämlich auch gerade eben noch auf bester Leistung. Aber wir können ja mal gucken, was er bei bessere Leistung, was eigentlich ausgewogen heißt. Oder vielleicht steht es auch hier drin bei den Energieoptionen. Habe jetzt hier was gefunden von wegen Energiespareinstellung und Energiesparmodus ändern, stand hier gerade noch. Genau. Zack. Aber so großartig kann man hier nichts einstellen. Bei Windows 7 konnte man das wohl noch machen. Na gut, ich... Soll ich das jetzt erst noch fertig machen lassen? Ja komm, ich lasse den jetzt noch fertig machen und teste das dann gleich mal. Und dann wurde mir noch das Intel Extreme Utility empfohlen, um die CPU vielleicht zu übertakten. Das habe ich bei einem Laptop noch nie gemacht. Aber weil es ja hier so ist, dass die Lüfter immer mal wieder an- und ausgehen, weil die CPU dann ein wenig runtergekühlt wurde, kann man sich den ganzen Kladderadatsch ja natürlich mal ansehen. Habe ich nämlich auch unter Windows, glaube ich, nur einmal benutzt, aber da hatte ich eine CPU, das war keine K-Variante und naja, das ist auch schon ja 5 oder 6 Jahre her oder so. Ja toll, jetzt sehst du mir, dass der Scheiß nicht funktioniert oder was? Sollen wir hier runterladen? Ja, dann machen wir das doch mal. Das können wir ja machen jetzt im Hintergrund. Download Center, kein Internet. Ja, verdammt das. So, jetzt haben wir uns verbinden. So, Download Center. Aber ob wir da direkt zum Extreme Utility gelangen? Ja, mein lieber Mann. Habe jetzt mal versucht mit Hilfe der Intel Extreme Tuning Utility. Ein wirklich sehr schöner Name, versucht irgendeine Art von Overclocking zu betreiben, aber die Werte wurden nicht besser. Und da habe ich jetzt einfach mal geschaut, ich habe das Programm jetzt so verstanden, dass man hier mit dem Multiplikator erhöhen kann. Ich habe ihn mal auf 2 gestellt, von ursprünglich 24, 23, 17 und 17. Und dann müssten wir ja eigentlich anstelle der 320 Cinebench-Punkte vielleicht nur noch 20, 30, 40 Punkte haben oder so. Also irgendwie funktioniert das nicht ganz. Kann auch sein, dass ich jetzt zu blöd für das Programm bin. Eine Anleitung dafür werde ich mir aber später anschauen, weil ich dafür jetzt auch keine Zeit mehr habe. Und naja, 266 ist nicht der normale Wert. Ich habe es aufgeschrieben. 317 gab es eben auf dieser Einstellung bessere Leistung. Und 318 bei beste Leistung, also zumindest hier bei Cinebench. Weiß ich nicht, vielleicht muss man da noch ein paar andere Sachen machen. Ich übertakte lieber, wenn man das im BIOS auch an sich einstellen kann, aber bei diesem Laptop funktioniert dies leider nicht. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir wohl noch mal einen Toaster-Test oder was? Thank you.
So, und nun sind wir fertig und ich habe noch zwei weitere Tests gemacht, nämlich mit 3D Mark Cloud Gate. Da haben wir 5500 Bla-Punkte bekommen. Ja, ist glaube ich für den Laptop in Ordnung. Und Passmark hat irgendwie 1670 Punkte oder sowas ausgespuckt. Ist jetzt nicht das beste Ergebnis. Ich habe das auch nicht aufgenommen leider, weil HDMI hier nicht, weil er keinen HDMI-Anschluss hat und ich keinen Adapter habe von DVI auf HDMI, der mit meiner Capture-Karte funktioniert. Und dann hätte ich hier alles freiräumen müssen mit dem Kabel dahin und meine Freundin war noch da und die wollte ich weiterarbeiten lassen. Also habe ich das eben hier so abgefilmt, gerade auch beim Spielen. Und mir ist noch aufgefallen, dass ich beim Zusammenbauen ja alle Arbeitsspeicher, also die 4 2GB Sticks eingebaut habe. Aber der Laptop hat die ganze Zeit, eben bis zu den Benchmarks gerade eben, nur mit 4GB Arbeitsspeicher gearbeitet. Und jetzt sind wieder 8GB drin. Problem war, glaube ich, einfach Verschmutzung. Ich habe die beiden, die hier unten drunter sitzen, unter der Tastatur einmal rausnehmen müssen, sauber machen müssen und wieder reinstecken müssen. Das heißt, wenn bei euch irgendwann nur so und so viel Gigabyte an Arbeitsspeicher erkannt wird oder wenn der PC einfach gar nicht hochfährt, einfach mal rausnehmen, sauber machen mit dem Pinsel durch und dann wieder rein. Das hilft dann meistens. So, dann wollte ich noch 3D Mark nur 6 starten, aber der sagt mir dann jedes Mal auch im Windows XP Kompatibilitätsmodus, es gäbe ein Problem mit der OpenAL 32 DLL Datei. Firestrike wollte ich auch testen, hat aber nicht geklappt, weil die Grafikkarte, die Quadro FX 3800 oder 2800, zeige ich euch sofort genau, wahrscheinlich kein DirectX 11 unterstützt. Da. Und man könnte jetzt vielleicht auf die Idee kommen, weil hier unten glaube ich noch 1 oder 2 PC Express Anschlüsse für die WLAN-Karte zum Beispiel oder für eine 3G-Karte noch frei sind, dass man sich hier eine externe GPU noch hinstellt, wenn man das Ding eh im Dock drin sitzen hat, so wie ich jetzt. Und wenn ich das Ding aus dem Dock rausnehme, bleibt der 3 Sekunden an und dann geht er aus, weil eben der Akku kaputt ist. Ja, dann ist mir noch aufgefallen, weil ich ja vorhin einmal gezeigt habe, dass man Windows an sich skalieren konnte. Das war ja bei 125%. Habe ich jetzt auf 100% gepackt. Und jetzt sieht das Schnittprogramm auch wesentlich ansehnlicher aus. Aber guckt euch mal das hier an. Das sieht überhaupt nicht schön aus, wenn man das einfach nur größer und kleiner machen will. Man kann zwar halbwegs vernünftig bearbeiten. Eigentlich nichts. Vielleicht 1 Euro für so ein Kabel. Aber leider auch nur mit den 25 FPS reduzierter Auflösung und ohne Effekte, weil sonst... Aber ein Zuschauer hatte mir auch zu dem Video des i7 Sleepers geschrieben. Mein lieber Mann. Das ja nicht so aufwendig machen. Na, das leckt halt immer hin und her, das ist nicht so schön. Also könnte man auch im Notfall hiermit wohl bearbeiten. Vielleicht auch mit Sony Vegas oder sowas. Vielleicht ist das ja auch ein wenig effizienter. Vielleicht bräuchte man von Video Pro X auch einfach eine etwas ältere Version. Könnte ja sein. Aber ich installiere jetzt nicht extra eine alte Version. Da müsste ich erst die DVD für suchen und die finde ich sicherlich nicht mehr. Und nun muss ich ehrlich sagen, dass ich ein wenig überrascht bin, dass diese 3 Spiele, die ich jetzt getestet habe, so vernünftig laufen, sage ich jetzt mal. Ich habe CSGO auf den niedrigsten Einstellungen bei 27p gespielt und ja, es ging tatsächlich auch irgendwie auf der Einstellung des Displays, 1600x1200 war das, glaube ich, mit auch den höchsten Einstellungen, das hat das Programm sich selber ausgesucht. Aber hat man wirklich gemerkt, wenn man irgendwo durch die Gegend gelaufen ist, da gab es wirklich einen massiven Input-Lag leider. Aber wenn man da ein bisschen weiter mit rumspielen würde, wird man wahrscheinlich auch mittlere Settings irgendwie hinkriegen, dass das halbwegs funktioniert. Und ich weiß nicht, es ist mit Sicherheit ein paar Leuten aufgefallen, die Aufnahme, die ich gezeigt habe, war eine andere Map gewesen als die, die ich für die Testzwecke verwendet habe. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, aber diese... Durchschnitts-FPS von über 114 oder was das da waren. Das war diese eine Map, wo man sich in der Kugel oben befindet. Ne? Oben ist so eine Kugel und das ist, die Karte ist ganz klein. Da läuft das Spiel immer ein wenig besser. Auf jeden Fall. Das sei mal dazu gesagt, bevor man sich hier beschwert. Ich habe es am Ende des Videos gesagt. Das ist schon mal das Wichtigste. Und vielleicht bleibt da jetzt auch die Frage, sollte ich mir genau diesen Laptop holen? Und da würde ich sagen, auf keinen Fall. Wenn man das Ding irgendwo findet, bei eBay oder eBay Kleinanzeigen, gehen die Dinger für 150 bis 200 Euro weg. Und das finde ich, ist einfach zu viel, vor allem auch für das Alter. Obwohl das eigentlich ein schöner Arbeitslaptop ist, aber das Ding ist wirklich verdammt schwer. Dafür hat es aber auch den großen Bildschirm. Also wenn das Ding jetzt Videoschnitt vernünftig beherrschen würde,
dann wäre das schon irgendwie ein Träumchen, weißt du, dann kannst du das Ding mitnehmen, ob das jetzt schwer ist oder nicht, wäre mir jetzt erstmal egal, aber ja, ich hätte gerne auch meine 60 FPS beim Vorführen des Videos, beim Abspielen an sich, und wenn ich dann wahrscheinlich noch einen Titel bearbeite oder einen Zeitraffer drin habe, das passiert aber auch bei meinem PC und der ist jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste, immer beim Zeitraffer ab 100 FPS, sage ich jetzt mal, fängt das an zu stocken. Da ist DaVinci Resolve schon viel besser dran. Der macht nämlich im Hintergrund alles schon mal fertig als Vorschau. Und, ne, also wenn jemand von Magic zuguckt, implementiert das mal bei euch. Ne? Was mir vor allem aufgefallen ist, CPU-Auslastung beim Bearbeiten war immer bei 65%. Genauso auch wie bei meinem normalen PC hier. Das könnte man noch etwas effizienter hinkriegen. Ne? Ja, werden sie wahrscheinlich eh nicht ändern. Ist leider einfach so. Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, ob man sich dann generell einen älteren Laptop zulegen sollte. Ich würde sagen, wenn man weiß, was man tut, auf jeden Fall. Wenn es jetzt nur ein normaler Arbeitslaptop für Hausaufgaben oder sowas sein sollte oder vielleicht für den Partykeller, dann kann es auch vielleicht ein Core 2 Duo sein. Irgendwas ungefähr bis maximal 2008, 2009 als Herstellungsdatum. Am besten sollte da einfach nur ein Windows 7 Key drunter stehen, dann ist das nämlich meistens auch ein Laptop mit DDR3, zumindest irgendein Dual Core. Und es sollte kein Pentium Dual Core sein, ne, weil das ist dann nochmal ein bisschen schlechter und älter als der Core 2 Duo, so an sich, das ist ein bisschen doof, aber ansonsten. Und wenn es um Spielen geht, müsste das auch ein etwas neuerer Laptop sein, einfach nur, weil die Grafikkarten, die da drin sind, wenn die ein paar Jahre älter sind und auch wenn das eine Mittelklasse Grafikkarte ist, ist sie dann vor allem, weil es Mittelklasse ist und in einem Laptop, dann in 3-4 Jahren auch schon wieder viel zu schlecht. Ist leider manchmal so. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht über irgendeinen i7-Laptop, den ich für 25€ bekommen habe. Und damit konnte man auch so ein bisschen spielen, aber ich fand, mit dem ging zumindest CSGO irgendwie besser. Weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch am Laptop-Hersteller, weil ich habe schon mehrere Laptops hier gehabt, die einen Core 2 Duo besessen haben. Und der Dell-Laptop mit der gleichen CPU und dem gleichen Arbeitsspeicher war immer besser als irgendwas von, was gab es da noch, Acer, Fujitsu, Siemens oder was weiß ich. Weiß ich nicht, vielleicht hängt es auch mit dem BIOS zusammen, SATA-Controller, was weiß ich, BIOS-Standardeinstellung oder so. Ja. Und da ist ja eine Quadro drin, ne? Und ich habe damit bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Also ich weiß, dass man damit, wenn man Glück hat, ich mit meinem Schnittprogramm kann natürlich leider nicht die Grafikkarte zum Beschleunigen verwenden, ist sehr schade. Aber man kann damit Grafikprogramme beschleunigen, den Videoexport in manchen Videoschnittprogrammen und dann gibt es ja noch dieses Auto-CAD oder so. Habt ihr da irgendwie Geschichten, wie das zusammenhängt, was dann schneller funktioniert? Alleine die Vorschau, das Rendern oder wie oder was, weil ich damit so an sich noch keine Erfahrung hatte, weil, ne, lasst mal ein paar Stories hören, wie ihr das vielleicht gemacht habt, wenn ihr es gemacht habt, oder ob ihr auch mal einen Laptop dafür gehabt habt, oder beruflich, was weiß ich, finde ich auf jeden Fall mal interessant. Und genauso interessant finde ich vielleicht Erfahrungen auch mit diesem Intel Extreme Tuning Utility Zeugs. Na, ich habe gerade noch mal geschaut, da hat er tatsächlich den Multiplikator angehoben, weil das eben mit den Intel Extreme CPUs wohl funktioniert. Zumindest in dem Bild, was ich jetzt vor mir habe, vielleicht packe ich es ja noch mal hier rein. Warum hat das nicht funktioniert in der Extreme Utility? Muss ich da im BIOS erst noch zusätzlich was aktivieren? Weil es war auch ein Dell Laptop, der hatte eine bessere Quadro-Karte drin gehabt und eigentlich bringt es bei dem Laptop auch nichts, den Prozessor noch hochzujagen. Der ist dann vielleicht ein bisschen schneller, aber Videoschnitt wird, glaube ich, auch nicht großartig besser, eben wegen dieser uralten Grafikkarte. Aber, ne? Ja. Es ist mal wieder spät. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sollten noch Fragen oder sowas übrig sein oder so, oder eben Stories zu irgendwas, was ich jetzt gerade gesagt habe. Vielleicht hat jemand den Laptop gehabt oder irgendwas anderes, Intel Extreme Tuning Utility oder so, dann lasst es mich wissen. Ich bedanke mich nochmal für die Docking Station. Da sitzt der Laptop jetzt gerade drin. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ne? Und ich muss mich noch entschuldigen für diese lange Videopause. Ich hatte einfach nur ein Video noch zusätzlich produziert, als Karneval war und dann, ne, danach ging es mir auch nicht allzu gut. Alkoholpause wird jetzt eingelegt.
Und ja, wird sich schon alles finden. Ja, auf jeden Fall, ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.